Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir hier, EA Sports PGA Tour Road to the Masters auf meinem Kanal. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und heute gibt es mal wieder was aus der Reihe Wissen to Go, denn ist schon ein paar Tage her, aber ich habe es ihm versprochen, ich möchte heute seine Frage beantworten und zwar der gute Lennox hat mir in die Kommentare geschrieben, er würde gerne einmal wissen, konkret, wann ich welchen Schläger verwenden soll und wie sich der Ball mit diesem verhält. Häufig rollt der Ball total über das Ziel hinaus. Manchmal kann man den Backspin nutzen, manchmal aber schon. Es wäre einfach mal schön zu wissen, wie sich der Ball zu welchem Schläger verhält. Okay, und darauf möchte ich heute ein bisschen mit euch eingehen. Das heißt, wir machen ein kleines bisschen Schlägerkunde am Anfang. Warum wir eigentlich diese Schläger haben und warum wir so viele Schläger haben und weshalb wir so viele verschiedene Schläger beim Golf im Bag haben. Und dann werde ich versuchen, den Bogen zu spannen, wie wir letztendlich die Schläger einsetzen, in welcher Situation und was das letztendlich bedeutet. Dazu gehen wir erstmal zu unserem Equipment und schauen uns mal die Schläger an, die wir in unserem Golfbag haben. Es hat ja einen Grund, warum wir 14 Schläger, und das ist ganz, ganz wichtig, maximal 14 Schläger dürft ihr mit auf die Runde nehmen. Ihr könnt natürlich auch mit 13 oder 12 losgehen, aber maximal dürft ihr eben 14 Schläger in eurem Bag haben. Und es hat ja auch einen Grund, warum hier in dem Spiel es so ist, dass ihr auch 5 verschiedene Bags haben könnt. Da werde ich später nochmal ein bisschen darauf eingehen, dass man natürlich dann sein Bag auch entsprechend anders sortieren kann. Denn diese Schläger, die jetzt hier in meinem Bag sind, also jetzt zum Beispiel meine Schläger, habe ich mir ja deswegen so zusammengestellt, damit eben für jede Situation ein bisschen der richtige Schläger dabei ist. Und da komme ich eben auch schon darauf, warum wir so viele Schläger haben, weil wir natürlich versuchen wollen, mit diesen verschiedenen Schlägern, und das seht ihr ja auf der rechten Seite, wenn ihr das Yardage-Book sozusagen seht, die verschiedenen Entfernungen zu schlagen. Denn wir wollen im Prinzip eigentlich immer denselben Schwung machen und steuern die Entfernung über den Schläger. Und der markante Unterschied natürlich bei jedem Schläger ist der Loft. Also ja, hier habe ich zum Beispiel ein Eisen in der Hand und ihr seht es, wenn man den jetzt so ein bisschen rumdreht, dann ist es praktisch diese, ja, die Schräge des Schlägers, das nennen wir Loft. Und dieser Loft ist eben unterschiedlich, das heißt, je höher die Zahl ist, also jetzt zum Beispiel das Eisen 8 hat mehr Loft als das Eisen 7 und das Eisen 4 hat mehr Loft als zum Beispiel das Holz 3. Und das macht sich natürlich auf der rechten Seite in der Yardage natürlich entsprechend bemerkbar. Ihr seht es ja auch, je kleiner die Zahl Eisen 4, desto weiter könnt ihr vom Prinzip her mit dem Schläger schlagen. Also da geht es jetzt zum ersten Mal natürlich um die Schlagweite. Und diese Schlagweite hat natürlich auch was damit zu tun, wie sich dann der Ball verhält und wie viel Spin ihr auf den Ball bekommen könnt. Denn wir wollen natürlich mit einem Driver möglichst weit schlagen und da wollen wir natürlich verhindern, dass der viel Spin drauf bekommt. Natürlich soll er immer etwas Spin bekommen, damit der Ball in der Luft auch ein bisschen stabil fliegt, ist ganz klar. Aber wir wollen natürlich wenig Backspin, damit der Ball, wenn er aufkommt, auf dem Fairway eben rollt. Also mit diesem Schläger wollen wir viel, viel Roll erzeugen und deswegen ist der auch so groß, damit wir den auch entsprechend treffen. Denn, das ist auch wichtig, das muss man auch wissen, ist jetzt natürlich nicht in dem Spiel so entsprechend markant. Aber man wird natürlich versuchen oder man versucht eigentlich den Driver als einzigen Schläger wirklich in der Aufwärtsbewegung. Das heißt, wenn wir also unseren Durchschwung machen und der Schläger kommt runter, dann versuchen wir eigentlich bereits wieder im Aufschwung den Ball zu treffen, damit er eben nicht so viel Backspin bekommt. Deswegen tieren wir ja auch den Ball mit so einem Holzstückchen, Kunststoffstückchen auch auf, weil der liegt natürlich dann nicht auf dem Boden, den würden wir da nicht treffen. Und deswegen auch ganz, ganz wichtig, der Driver wird natürlich in der Regel nur vom Abschlag benutzt, weil er natürlich, wenn man vom Boden schlagen möchte, ja, schwierig. Man sieht es ab und zu, dass ein Profi tatsächlich dann auch versucht, mit dem Driver vom Boden zu schlagen. Oder wenn eben der Ball zum Beispiel ins höhere Gras rollt, in Semiraff und dort auch gut oben auf dem Gras liegt, dann ist er natürlich auch ein bisschen aufgetiet. Dann könnte man mit dem Ball, mit diesem Schläger schlagen, aber es wird wirklich sehr, sehr selten gemacht. So, hier haben wir jetzt das Holz und es nennt sich deswegen natürlich Fairway-Holz, weil im Prinzip dieser Schläger so eine Art Transportschläger ist. Der wird also in der Regel bei
einen Par 5 als zweiter Schläger genommen, weil mit ihm ist es deutlich leichter. Ihr seht es ja an der Schlagfläche, die ist ja deutlich kleiner. Wesentlich leichter vom Fairway den Ball zu schlagen. Was übrigens auch wichtig ist, achtet bitte darauf, ihr seht es an der Sohle des Schlägers, dass der Schläger unten, also die Sohle ist jetzt praktisch oben auf dem Schläger, dass die Sohle rund ist. Die ist also leicht abgerundet und das heißt, damit kommen wir natürlich gut über das Fairway und bohren uns in Anführungszeichen nicht so in das Gras rein. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir uns die Eisen anschauen, dass wir dort eine flache Sohle haben. Aber hier, wie gesagt, haben wir eine etwas abgerundete Sohle und der Schläger ist nicht ganz so groß wie der Driver. Und bei diesem Schläger versucht man eigentlich in der Regel am tiefsten Punkt, wenn ihr unten seid, den Ball zu treffen, damit man sozusagen übers Fairway wischt und da eben den Ball trifft und damit natürlich auch Länge generiert. Und da fliegt der Ball natürlich auch nicht so, beziehungsweise bekommt nicht so viel Spin, damit er möglichst auch weit rollt, wenn er eben wieder aufkommt. So, wir reden hier bei Schlägern mit einem Loft. Also der Driver hat so einen Loft von 9,5, 10,5 ungefähr, was man da auch ein bisschen einstellen kann. Hier bei den Hölzern weiß ich jetzt gar nicht genau, 14, 15, 16 oder so. Das nächste ist jetzt so ein Spezialschläger. Ein Hybrid, ein Rescue, das sind so Spezialschläger, weil die schlägt man wie ein Eisen, sind aber eigentlich mehr geformt wie ein Holz. Aber ihr seht es nicht so stark. Wir haben zwar auch hier eine runde Sohle, aber der Kopf ist deutlich kleiner. Und das ist zum Beispiel auch ein Schläger, mit dem man wunderbar vom Fairway, aber eben auch zum Beispiel sehr gut aus dem Semiraff schlagen kann, weil der gut durch das Gras geht. Deswegen nennt man so einen Schläger eben auch ein Rescue oder eben Hybrid, weil der ist so eine Mischung, hat Eigenschaften wie ein, man schwingt den eigentlich wie ein Eisen, hat aber eben den Vorteil, dass er nicht so im Boden hängen bleibt durch seinen etwas rundlichen Wölbung, durch seine rundliche Sohle wie ein Eisen, denn das seht ihr jetzt hier, wenn wir hier das Eisen nehmen, ein Eisen hat eben eine flache Sohle und deswegen haben wir da auch immer den Effekt, dass wir auch immer ein bisschen Gras rausschlagen, weil hier versuchen wir nämlich immer von oben erst an den Ball zu kommen und dann gehen wir runter praktisch in die Erde ein bisschen und je länger das Eisen ist, also sprich jetzt ein Eisen 4, als im Gegensatz zu einem Eisen 7 oder Eisen 9, desto mehr werden wir eben auch Divots rausschlagen. Und je größer diese Divots sind, so vom Prinzip her, desto mehr Spin bekommen wir auch drauf. Deswegen haben dann auch diese Schläger hier, die Wedges, und das seht ihr ja, die haben 50 Grad. Das ist jetzt, da steht es auch dabei, das Wedge hat 50 Grad und man sieht es jetzt auch hier in der Schlagfläche, da gibt es diese Querrillen, die nennt man Grooves. Und diese Grooves sollen ebenfalls dazu oder helfen, dass der Ball Spin bekommt. Also mit so einem Schläger wollen wir eigentlich Spin im Gegensatz eben zu diesen Schlägern. Und das ist eben dann auch der Grund, warum man das ist der Grund, warum so ein Ball, wenn man ihn mit dem Hybrid schlägt, nicht so gut auf dem Grün zum Liegen bekommen, weil er nicht so viel Spin hat, weil er eben flacher ist, von der Schlagfläche flacher. Dadurch fliegt der Ball auch flacher, dadurch springt er logischerweise auch mehr nach vorne und wird halt mehr ausrollen, als würde ich zum Beispiel ein 50er oder ein 60er Wedge schlagen, was natürlich wirklich dann sehr, sehr viel Spin hat, weil nämlich der Schläger ja hier dann wirklich unter dem Ball auch wirklich durchstreift und dadurch wirklich Spinraten von 3300, 3500 Umdrehungen sind, während wir hier halt bei einem Driver so versuchen, halt um die 2300, 2500, ja halt immer so Pi mal Daumen. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie man den Schläger dann auch trifft. So, also das ist natürlich erstmal das Grundprinzip, warum ein Schläger, je mehr Loft er hat, also wie jetzt hier ein 54er Wedge oder ein 60er Wedge, wir erstmal vom Grundprinzip mehr Spin drauf bekommen, weil wir das eigentlich auch damit wollen. Natürlich fliegt der Ball auch deutlich höher. Das heißt, er fällt auch mehr herunter und bleibt natürlich dadurch auch mehr liegen. So, jetzt wird es aber natürlich ein bisschen interessanter, weil die Frage war natürlich, warum habe ich manchmal Spin und warum nicht? Also das Thema ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Kombination aus Schläger, den ich wähle,
den Shot Type, also sprich den Schlag, den ich mache, und natürlich meinem Skill, und zwar dem Skill vom Spieler, als auch letztendlich den Specs, die ich auf dem Schläger drauf habe. Und ich habe jetzt hier die Wedges zum Beispiel, und ich habe mir da vor kurzem ordentliche Specs drauf gemacht, das seht ihr hier. Und der Wert Control, das ist natürlich der wichtige Wert, der dafür sorgt, dass die Spinrate realistischer ist. So, also je höher dieser Control-Wert ist, desto mehr Spin, realistischen Spin wohlgemerkt, müsstet ihr auf den Ball bekommen. So, wenn ihr jetzt natürlich, und dazu gehen wir jetzt nochmal in die Skills, weil da kann man das ganz gut sehen. Wenn wir jetzt hier bei Approach sind, und da müsste man das jetzt gut sehen, wenn wir uns die Werte angucken. So, hier zum Beispiel. Ja, hier haben wir ja zum Beispiel diesen Finesse-Schlag. Dieser Finesse-Schlag, das ist so ein Schlag, wenn man jetzt, wenn man eben so in der Zwischenlänge, ne, das Achter ist eigentlich zu kurz, aber das Siebener ist eigentlich zu lang, dann macht man diesen Zwischenschlag, wo man so versucht, diese Zwischenlänge. Aber ihr lest es ja auch, wenn ihr diesen Schlag macht, dann habt ihr auch weniger Spin und mehr Roll. Also wollt ihr eben auf dem Grün, dass der Ball mehr rollt, weil die Fahne hinten steckt im Grün, dann wollt ihr ja den Ball vor der Flagge aufkommen lassen und dann soll er ja ein bisschen zum Stock hinrollen, dann müsstet ihr theoretisch mit diesem Finesse-Schlag arbeiten. Wenn ihr natürlich eher wollt, dass der Ball ein bisschen mehr Spin bekommt, dann müsstet ihr halt eben mit dem normalen Approach-Schlag eigentlich arbeiten. Und da hat er auf jeden Fall ein bisschen mehr Approach. Wir sehen auch hier, dass wir zum Beispiel mit dem Knockdown-Schlag, das ist auch ein voller Schwung, aber der fliegt flacher als der Approach-Schlag. Und wenn er natürlich flacher fliegt, dann hat er natürlich auch ein bisschen mehr Roll, als wenn ich eben mit einem Approach-Schlag schlage. So, und das Gleiche sehen wir zum Beispiel auch, und dazu müssten wir jetzt aber mal in die Short Games. Wenn wir nämlich, da muss ich hier mal gucken, der Spinner. So, wir haben ja zum Beispiel den Spinner oder wir haben auch den, wo haben wir, ja, den... Müssen wir mal schauen. Den Pitch, das steht hier gar nicht da. Das ist eigentlich ein Standardschlag, glaube ich, der dabei ist. Also auf jeden Fall, der Pitch hat auch weniger Spin. Das heißt, bei einem Pitch wird der Ball ein bisschen mehr rollen als jetzt zum Beispiel mit dem Spinner. Weil da steht es auch hier, generiert mehr Spin, sodass also der Ball schneller zum Liegen kommt. Also im Endeffekt ist es, wie gesagt, ihr müsst, ja, und da sind wir jetzt wieder auch bei dem Thema, wenn ihr natürlich einen 60er Wedge nehmt, dann fliegt er natürlich höher, bleibt eher liegen. Ihr könnt mehr Spin drauf kriegen und könnt mehr ziehen, als wenn ihr zum Beispiel mit einem Pitching Wedge spielt, der halt nur einen Loft hat von 46, 48 Grad. Da kriegt er natürlich von Haus aus auch weniger Spin drauf. Da könnt ihr den Ball eher zum Liegen bringen. Also natürlich spielt es immer ein bisschen eine Rolle, je höher der Wert ist, beziehungsweise je niedriger der Wert ist. Also das heißt, ein Eisen 9 kriegt natürlich eine Menge weniger Spin als ein 54er, 56er Wedge. Wenn ihr natürlich einen Shot-Type verwendet, wie zum Beispiel einen Spinner, oder ihr verwendet eben diesen einen normalen Approach, dann habt ihr im Prinzip auch immer ein bisschen mehr Spin, als wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Pitch macht, oder ob ihr jetzt zum Beispiel diesen Zwischenschlag macht, den, na, wo haben wir ihn denn nochmal? Den Finesse-Schlag. Der Finesse hat also auch etwas weniger Spin. Und das Ganze, wie gesagt, wird nochmal dadurch unterstützt, dass ihr hier einfach, wie gesagt, den berühmten Control-Wert erhöht. Also, das haben wir hier, wenn wir hier reinschreiben, Control-Wert, den natürlichen Spin, erhöht den natürlichen Spin. Je niedriger euer Control-Wert ist, desto weniger natürlichen Spin habt ihr. Und wenn ihr den Control-Wert höher setzt, dann bekommt ihr mehr natürlichen Spin. Dann wird eben die Schlägerwahl sich auch viel mehr auswirken und natürlich der Shot-Type, den ihr verwendet, wird sich mehr
auswirken. Ja, das eben dazu, wie man letztendlich oder wie sich die Schläger dann hier verhalten und mit welchen Schlägern ihr letztendlich mehr Spin bekommt oder weniger Spin. Und es ist wie immer letztendlich eine Kombination. Was natürlich auch wichtig ist, und das muss man auch immer bedenken, das ist natürlich dann auch der Untergrund auf dem Grün. Es gibt natürlich weiche Grüns, es gibt harte Grüns. Und auch die spielen natürlich dann eine Rolle. Wenn es weiche Grüns sind, wird natürlich der Schlag mehr absorbiert, wie wenn es harte Grüns sind. Bei harten Grüns wird normalerweise der Spin mehr angenommen und der Ball rollt natürlich ein bisschen mehr. Und dann hängt es auch natürlich wieder davon ab, wo auf dem Grün ihr den Ball oder letztendlich auch trefft. Wenn ihr natürlich in einem Abwärtsslope, also das heißt, dass der Ball eigentlich landet und abwärts rollt, dann werdet ihr natürlich nicht so viel Spin drauf kriegen, wie wenn ihr in einen Hang fliegt, der zu euch kommt, dann habt ihr natürlich automatisch auch mehr Spin, weil logischerweise der Ball ja auch entgegenwirkt, beziehungsweise der Slope, also das Gefälle, euch entgegenkommt, dann nimmt er natürlich auch mehr den Spin an. So, das wollte ich einfach mal an der Stelle nochmal versuchen zu erklären. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen hilft, das Ganze zu verstehen. Man muss natürlich auch immer sagen, es ist ja auch wie beim richtigen Golfen oder beim richtigen Leben. Selbst wenn ich dann alle diese Sachen berechne und einsetze, ist es natürlich immer auch eine Frage, wie der Schwung letztendlich oder wie mein Schlag auch ausgeführt wird. Und da muss man natürlich auch sagen, gehe ich jetzt mal ein bisschen davon aus, dass es hier auch so eine Art leichten Zufallsgenerator oder etwas gibt. Und je besser ihr einfach gelevelt seid und geratet seid, desto eher klappen eure Schläge und wird natürlich auch die entsprechende Schlagwahl und die Schlägerwahl natürlich auch sich auswirken. Und je, ich sag mal, noch jünger oder je weniger gelevelt ihr seid, desto eher wird es mit Sicherheit ja eben nicht so funktionieren. Man sieht es ja zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel Schläge mache wie Pitches oder auch Bunkerschläge, dann ist ja auch nur jeder zweite Schlag in Anführungszeichen gerader Schlag. Sehr häufig gehen dann die Schläge links oder rechts weg, wobei man auch nicht so genau weiß, warum. Aber das ist halt eben so, dann ist halt der Schlag eben auch nicht gut ausgeführt worden. Ja, nichtsdestoweniger hoffe ich, dass ich jetzt wirklich hier ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht habe, was ich mich ja immer wieder bemühe, es zu tun. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte die Kommentare schreiben und ich versuche sie dann zu beantworten. Aber das Thema hier mit dem Spin ist natürlich ein Thema, was euch immer ein bisschen beschäftigt, was auch mich natürlich beschäftigt. Das ist halt eben einfach das Schöne auch an dem Spiel, wenn man diese Kontrolle eben letztendlich auch über den Ball hat und dann der Schlag auch so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und natürlich fragt man sich dann, warum es jetzt diesmal nicht geklappt hat. Aber das ist halt eben auch ein bisschen schwierig. Und an der Stelle, wie gesagt, wenn da noch Fragen sind, dann beantworte ich die gerne eben auch direkt in den Kommentaren. Aber ich habe mir gedacht, weil das dann doch ein bisschen ausführliches Thema ist, will ich euch das Ganze gerne auch mal hier in einem Video nochmal versuchen, ein bisschen näher zu bringen und vielleicht eben dann doch eben die Zusammenhänge deutlicher zu machen. Gut, ich möchte mich recht herzlich bedanken, natürlich beim guten Lennox für seine Anfrage. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen gut beantworten und freue mich auf eure nächsten Kommentare, auf eure Däumchen. Vielleicht lasst ihr mir ja auch ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch fürs Zusehen, für eure Zeit und wünsche euch allen weiterhin ein schönes Spiel.